Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Zwerge und Zwergenfreunde zu Game of Dwarves. Jo, wir haben das letzte Mal ja den tollen Informanten befreit, der hier rumwuselt. Jo. Und müssen nun Artefaktteile von Goblins und Orks klauen. Ich lasse das Spiel jetzt einfach mal weiterlaufen. Kann ich hier. Nein, ich kann hier leider nicht ohne Bedenken reinbuddeln. Ich wollte eh erst hier drüben weiter buddeln. Und ja, das Turmalin hätte ich auch gerne. Dann geht es jetzt nämlich hier in Zwergische. Nee, halt. Erst Schwertausbildung. So. Dass ich meine kleine Armee verbessern kann. Jo. Oh, putze ich ein kleiner Gnomenhort. Leider liegt bei euch Gold rum, das ich gerne hätte. Oh, und hier ist noch Eisen. Und Silber. Jo. Gut, dann machen wir mal hier oben weiter zu mit Blöcken. Und ich kapiere immer noch nicht, warum ich hier oben keinen Block setzen kann. Ist ja nichts im Weg. Ja. Meine Nahkämpfer haben irgendwie keinen Bock zurzeit. Und da ist noch mehr Eisen. Und unterm Eisen ist Stein. Na gut. Puddeln wir erstmal das hier alles aus. So, das war's jetzt aber hier an Eisen. So, gleich mal eine Leiter hier nach oben. Und dann nehmen wir den mal mit und bringen ihn hier raus. So. Wie sieht es mit unserem letzten trainierenden Zwerg aus? Der trainiert fleißig. Gut. Da fehlt jetzt noch ein Block. Und dann wird es Zeit, dass wir uns hier mal um den Spawner-Raum kümmern. So, hier bitte alles mal zumachen. Gut, das heißt, wir können schon mal hier die Schränke richtig platzieren. So. Und können hier weitere Holzblöcke platzieren. Also, die Forschung für das alles günstiger wird, das hat sich wirklich gelohnt. Jo, der ist sehr schnell im Bauen. Aber jetzt kann ich auch gleich mal hier neue Holzblöcke setzen. Und am besten gleich zwei neue Trainingsstatuen hier. Und hier ist definitiv jede Menge Gold, Silber und alles Mögliche.
gelagert und Steine. Das war's an Eisen hier drüben, wenn ich richtig sehe. Jo. Ja, dann geht's nur noch in diese Richtung hier. Hm? Na gut, ich könnte auch hier runter buddeln, aber das mache ich zuerst mal nicht. Ich sollte vielleicht lieber mit ein paar Barrikaden weiter die Wand verstärken. So. Und jetzt die beiden Räume hier fertig machen. Ruhig das Spiel weiterlaufen lassen. So. Und so. Und fertig. Das heißt, ich kann dich dahin mal verschieben und dich dahin verschieben. Und könnte theoretisch einen kleinen Esstisch hier in die Mitte setzen, dass die nicht immer zum Essen hier hinlatschen müssten. Und ich kann den Tisch, das Bett wieder hier rüber verschieben. So. Gut, da fehlt noch ein Block. Dann ist die Wand auch fertig. Dann muss ich nur noch den Boden hier mal fertig machen und dann können wir uns um das Loch hier kümmern. Da ist endlich unser Zuhause mal schön, so wie es sein sollte. Hier ist nichts mehr, was ihr ausbuddeln könntet, aber hier könnt ihr noch was ausbuddeln. Und darunter ist sogar noch Gold. So, einmal das Gold ausbuddeln. So, und dann nehmen wir die beiden nachher gleich mit hoch. Auf jeden Fall erstmal Offensivstrategien, dass alle meine Soldaten mehr Schaden machen. Und dann kann ich immer noch die Lagerkisten vergrößern, bevor ich mich hier oben dann weiter beschäftige. Mit den Forschungen. Bessere Forschungstische kann ich schon. Könnte ich theoretisch, wenn ich Marmor hätte. Also alles, was ich an Marmor finde, sollte aufgehoben werden. Das Turmalin hier sieht noch nicht schlecht aus zum Ausbuddeln. Wobei ich erstmal bessere Forscher erforschen sollte. Dann könnte ich die schon mal upgraden, peu à peu. Okay, wie auch immer der da oben auf den Dingern rumläuft. Ist creepy. Sarge. So, ich fülle jetzt die restlichen Blöcke hier. Damit das auch mal erledigt ist. Wie der einfach so über die Phantomblöcke drüber latscht. So, noch eine Barrikade. Dann können sie schon mal nicht einfach hier durchlatschen. Ist da noch mehr Turmalin? Ja, da ist sogar viel mehr Turmalin noch. Da ist nämlich sogar noch Turmalin unter ihnen.
So. Und ich sehe noch riesige Höhensysteme unter uns. Aber erstmal will ich eh gucken, dass ich hier hochkomme, weil ich habe so das Gefühl, da verstecken sich die Goblins. Das war falsch. So, du kannst dich hier runterbuddeln, dann kannst du ihm nämlich helfen. Gott, hier ist sogar noch Gold. Okay, das ist ein riesig größeres Vorkommen. Da spendiere ich euch doch lieber mal eine Leiter. Dass ihr euch mal ausruhen gehen könnt. So, wie sieht's mit dir aus? Du wirst langsam Level 12. So, noch ein Punkt, dann können wir anfangen, Forscher abzugraden. Beim Besten angefangen und dann zum Schlechtesten hin. So, als nächstes machen wir hier ein bisschen zu. Jupp. Das wäre der Weg nach unten. Den können wir dann ruhig offen lassen, aber hierüber können wir zumachen. So. Jetzt ist hier nur noch ein Gang offen. So und so. Gut. Es ist noch der Weg hier runter offen und alles andere zu. Und um das Ganze ein bisschen befestigender zu machen, bauen wir hier noch eine Tür ein. So. Habe ich eigentlich schon mal geguckt, ob oben Wölfe sind, die ich noch töten kann? Oder habe ich oben schon alles getötet? Ah, der Winkel sagt mir, ich habe schon alles getötet. Gut. Ein Punkt hier rein und dann geht's wieder ab. So. Steine. Und Gold. Und noch sehr, sehr viele Räume. Bash, bash. Ja, ich würde mal sagen. Kann ich noch was Nützliches aus den Steinen zaubern? Also ja, ich könnte hier auf jeden Fall noch eine große Statue hinstellen. Die Zwerge begrüßt, die hier ankommen. Und ansonsten könnte ich hier noch ein Bett aufbauen. So, ein Bett. Da sind es wenigstens 5 Betten, nicht nur 4. Oh, und ich muss noch hier den Zwischenraum hier auskleiden. So. Jetzt sieht das so aus, als wie es aussehen sollte. Ja, ich habe die Blöcke hier vergessen.